Hallo Leute, wir machen heute weiter mit Spyro. Und zwar haben wir im letzten Part, nehme ich an, haben wir Spyro 1 fertig gespielt auf 120%. Das bedeutet, heute machen wir weiter mit Spyro 2, Ryptus Rage. Und ich freue mich schon auf die beiden folgenden Teile sehr, denn aus meiner Erinnerung her ist es so, dass hier die Spiele nicht so wie andere Spiele immer schlechter werden, sondern immer besser werden. Ich bin gespannt, wie das in dem Remake hier ist. Hört es jemals auf zu regnen? Ich habe vergessen, wie die Sonne aussieht. Wir sollten in Urlaub fahren. Ins Warme. In die Sonne. Drachenufer. Yeah! Da war ich nicht mehr, seit wir Nasty Nog besiegt haben. Wie sieht's aus, Bugs? Hast du Lust auf einen Strandurlaub? Der letzte ist ein Nog. Funktioniert das, Professor? Beinahe. Nur noch ein paar Änderungen an den Kugeln und... Vielleicht ist das keine so gute Idee. Ein Drache hier könnte Ryptor noch wütender machen. Ganz ruhig, Jäger. Und hör auf zu zappeln. Denk an das Buch des Professors. Sie haben Krallen, riesige Zähne und sie können Feuer spucken. Die klingen viel gefährlicher als Ryptor. Genau darum geht es doch. Ein Drache ist unsere einzige Chance gegen Ryptor, das weißt du. Es klappt, es klappt. Ich habe einen Drachen. Wow, harte Landung. Hi, wo geht's zum Strand? Hey, guckt nicht so. Habt ihr etwa noch nie einen Drachen gesehen? Du bist ein Drache? Hast du ein Problem damit, Kätzchen? Sieh an! Jemand hat vergessen, mich auch einzuladen. Wollt ihr etwas von mir verbergen? Ein Drache? Ihr habt einen Drachen nach Avada geholt? Ich hasse Drachen! Rush, auf ihn! Auf ihn! Gott, du Idiot! Das war mein Zepter! Wir sprechen uns später! Wer war das denn? Das war Ryptor. Und wir müssen ihn loswerden. Er macht uns hier jede Menge Ärger, aber ich habe keine Zeit zum Erklären. Hier, nimm das magische Buch über Avala. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Erstmal muss ich Ryptor folgen und sehen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommer bald, okay? Hey, immer langsam! Wieso passiert uns sowas nur ständig, Kumpel? Ja, das schien ja jemand nicht so sehr begeistert von unserer Größe zu sein. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Aber der wird noch sehen. Und auch hier finde ich wieder mega cool, wie die Vorgeschichte inszeniert haben. Sogar noch besser als im ersten Spyro-Teil. Einen Moment möchte ich einmal nutzen, um mich für die schlechte Audioqualität in den letzten Spyro-Part zu entschuldigen. Es ist nämlich so, dass offenbar mein Mikrofon einen weg hat. Und da ich die ganzen letzten Parts in einer Session aufgenommen habe, waren die letzten Parts halt alle so ein bisschen mit Rauschen hinterlegt. Ich habe schon versucht, so das Gröbste wegzuschneiden, was so ging. Aber alles konnte ich natürlich nicht wegschneiden, sonst hätte ich nachher einen komplett sprachlosen Part hochgeladen. Ja, und aus
Ja, von daher nutze ich jetzt erstmal mein Mikrofon vom Headset, das irgendwie geregelt bekommen habe, mir da ein neues, besseres zu besorgen. Aber ich denke, das sollte auch klar gehen. Schauen wir mal, was der Kleine uns hier Willkommen zu sagen hat. Willkommen in Glamour, Spyro. Leider ist gerade eine Echsenmeute aufgetaucht, die alle unsere Edelsteine klaut. Kannst du sie aufhalten? Wer, wenn nicht wir, ne? Also dieser Ripto, der scheint ja echt so ein kleiner, ja, Diktator zu sein oder sowas. Dran, irgendwie sowas. Auf jeden Fall wollen die den loswerden, haben versucht, wollten dafür einen Drachen herholen und haben bekommen. Was sie auf den ersten Blick natürlich nicht ahnen können, ist, dass sie damit furchtbares Glück hatten. Ne? Aber das werden sie schon noch einsehen. Das wird kein Problem. So, ein schöner Marienkäfer. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Aha, einfach durch. Ich glaube, das war hier oben sogar schon alles. Hier die Bar. Können wir uns anschauen, was der Höhle oder soll ich besser Mine sagen? Probiert. Hi Spyro, ich bin eine Freundin von Elora. Sie hat mich gebeten, dir zu helfen. Wann immer du mich findest, merke ich mir deine Fortschritte. So etwa. Dieser Funke heißt, dass ich dich hierher zurückbringe, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Bis später. Danke, sehr nett von dir. Eine sehr schöne Mine hier. Es funkelt aber echt schön, ja. Gefällt mir richtig gut, was sie hier rausgemacht haben. Mal wieder. Werdet ihr noch öfter hören. Die sind etwas zu klein, um auf diese Leitern zu klettern. Du wohl auch. Besuche mich in Glimmer, wenn du klettern gelernt hast. Wir können noch nicht klettern, okay? Mal lernen bei Zeiten, dann hierher zurückkommen. Wie ihr vielleicht schon seht, werden die Gegner nicht anhand von kleinen weißen Kugelchen unseren Leben herum gesammelt, sondern oben. Da, sag mal. Einfach, wir werden einfach hochgezählt, das wird aber auch noch Hintergrund haben. Du musst der Drache sein, von dem alle reden. Tja, Drache hin oder her. Die Brücke zu öffnen wird dich leider etwas kosten. Das macht 100 Edelsteine, wenn du rüber willst. Ja. Der wird uns auch noch öfter begegnen und wird immer gieriger. Danke, werter Drache. Spyro, richtig? Ab sofort kannst du die Brücke jederzeit benutzen. Kostenlos. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn du noch mehr Edelsteine hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dir das hoffst. Ja, aber was ich gerade sagen wollte, ist, dass auch die Anzahl der besiegten Gegner noch relevant wird. Wenn du Aktion drückst, kannst du dich umsehen. Probiere es doch gleich einmal in dieser Höhle aus. Zwar nicht auf die Weise, dass wir dann eben dadurch bekommen, auf eine andere. Das werden wir dann aber später noch sehen. Schauen wir uns doch hier mal um. Oh, da hinten. Was? Bisschen nur Luft. Ganz schön aus hier. Schauen wir mal weiter. Ah, da geht's noch weiter. Hier scheint Danke aber schon das für Ziel deine zu sein. Hilfe im Kampf gegen die Echsen, Spyro. Bitte nimm diesen Talisman von Glimmer als Dankeschön an. Das magische Portal neben mir bringt dich in den Sommerwald, eine der Heimatwelten von Avalar.
Okay, also das hier ist ein Level, ein Unterlevel, und das ist auch mal eine schöne Abwechslung, dass man nicht direkt in einer Oberwelt startet, sondern in einem Level und dann darüber erst in die Oberwelt kommt. So, schöne Abwechslung. Nichts vergessen, Sparks. Aber bleib. Na, dich kriege ich auch. Ups. Ich hab vergessen. Auch noch ein paar Edelsteine. Naja, auch dieses Spiel machen wir natürlich zu 120%, sodass wir am Ende 360% haben über alle drei Speicherspiele hinweg. Power-Up ist aktiv und du kannst unsere Edelsteinlampen entzünden. Spuck schnell Feuer auf alle kleinen Lampen, dann entzündet sich die große. Das Power-Up gibt dir genug Magie, um für kurze Zeit zu fliegen. Okay, alles klar. Geh durch die Pyramiden. Das Superflug-Power-Up. Zünde die Edelsteinlampen mit deiner Flamme an. Zünde schnell alle an. Oh, gut. So, warte mal. Jetzt mal, wie meinen die hier, ne? Hier noch. Gott. Ach, da hinten. Der letzte. Danke für deine Hilfe bei den Lampen, Spyro. Eine Fee hat mir diese Kugel gegeben. Aber Edelsteine mag ich lieber. Nimm du sie. Danke, nett von dir. So, schauen wir mal, was es hier oben noch gibt. Noch rüber, aber da hängt auch noch was. Das von hier schaffen? Ja, nicht so. Ja, das springt aber ganz schön hoch. Aber ist ja kein Problem, denn wir haben ja das hier. Dann nutzt sie auch. Ja, Gelegenheit mal. Sehr gut genutzt, nutzt die Gelegenheit. Ach, hier ist gar nichts. Da unten habe ich gerade noch zwei Kisten. Vielleicht denken muss. Das Loch. Was hier Maulwürfe gibt. Noch so einen. Irgendwas werden wir mit denen sicher noch machen, ne? Hier war das. So. Schauen wir mal, was der zu sagen hat. Diese Echsen haben alle meine Edelsteine gefressen. Ich wollte sie mit Steinen verjagen, aber sie sind zu schnell für mich. Du kannst es gern mit einem meiner Steine versuchen. Wenn du Fragen hast, frag mich einfach. Alles klar, mach ich. Oh, spucken und spucken. Guter Schuss. Ja, einfach. Folg mir zur nächsten Echsen. Ja, ich folge dir sofort zu den. Aber erst einmal. Ne. Nee. Müssen wir gleich mal kurz. Oder jetzt einmal kurz hier rein. Ja, da fällt mir auch ein. In der Höhle da hinten war doch was, wo wir nur mit Klettern rankommen. Ne? Vielleicht. Da kommen wir, reicht die Zeit ja mit dem Fliegen hier aus. Den werde ich gleich auf jeden Fall mal ausprobieren. Zuerst einmal. Ach, da oben ist er. Okay. Schon gesucht. Du kannst sehr weit spucken, Spyro. Versuch mal bis zur Echse zu spucken. Mach ich. Oh. Boah. Also der zieht schön automatisch, muss ich sagen. Also, ich habe noch im Kopf. Aus dem Original, dass das schwieriger war. Da hat der nicht automatisch gezielt. Um diese Echse da oben zu treffen. Drück Aktion zum Zielen und dann Angriff zum. Ja, genau das meinte ich. Genau. Okay, das war zu niedrig. Der Kreis ist ein bisschen groß, deswegen muss ich jetzt nicht. Wo ich hinziehen soll, genau. Boah, da ist er natürlich genau in dem Moment weggerannt. Okay. Das bedeutet. Ich werde jetzt einmal stehen bleiben und auf ihn warten.
kommt er auch schon. Ja, dann muss ich trotzdem schneller sein. Und du? Wieder hier in die Höhle rein. Ah, seht ihr, da oben sind auch noch Edelsteine. Hier kommt man mit Sicherheit hin. Mit Sicherheit. Nimm mal einen Stein mit deinem Maul auf, indem du das. Oh ja, das wollte ich wohl zielen. Ach, da oben. Noch zwei. Also diese Spielchen hier haben mich immer am meisten aufgeregt, muss ich sagen. Ah, nur so nervig. Wobei, es gibt eine Sache, die ist schlimmer, aber das einzige Level, an das ich mich erinnern kann, in dem das vorkommt, ist Spyro 3. Das ist ein Event, wo man welche beschützen muss, die rumlaufen, weil die sonst irgendwo in Bomben reinlaufen und so und sowas. Klassisch. Auch mehr. Aber da müssen wir durch. Den hätten wir. Ja, du hast meine Edelsteine vor den Echsen gerettet. Hier, nimm diese Kugel. Ein Mädchen mit Flügeln hat sie gestern hier verloren. Oh, dann nimmst du es natürlich einfach mit. Schauen wir mal. Ah, okay, das orangene Wasser so leuchtet. Mal diese Feen. Da oben auf der Brücke zum Beispiel jetzt. Jetzt gleich zur Fee. Gut zu wissen. Damit bleibt jetzt, glaube ich. Vergessen hab. Nur noch Steine in der Mine. Versuche ich. Oh. Geht das nicht? Ja, das. Locker. Oh, ich habe gerade gesehen, hier sind auch noch so Lampen. Aber ob das reicht von der Zeit her? Ah, da oben ist noch mal sowas. Ja, dann wird das auf jeden Fall klappen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir es da oben hin schaffen und dass wir dann die Lampen hier auch anzünden. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als später nochmal wiederzukommen. Gucken wir mal kurz ins Handbuch. 31 für, dass wir die dafür sein. Ja, ich würde sagen, kommen wir ein andermal hier rein. Gelegenheit, uns kennenzulernen. Ich heiße Elora. Oh, hi. Ich bin Spyro. Was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Pound, Dobby. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Edelsteinhauer in Glimmer? Ja, sie haben mir ein Souvenir gegeben. Sie nannten es einen Talisman. Sie gaben dir einen Talisman? Ist das was Besonderes? Ich habe ihn einfach in dein Handbuch gesteckt. Also, es gibt 14 Talismanen in Avala und sie sind alle magisch.
Wenn du genug davon sammelst, kann man damit Ripto besiegen. Jäger, wo warst du denn? Ich hatte mich verirrt. Sparrow hilft uns, die Talismane zu sammeln. Ach ja? Ach ja? Sparrow, schau. Du kannst jetzt auf keinen Fall zum Drachenufer. Ripto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst zu den Welten von Avala und die Bewohner dazu bringen, dir ihre Talismane zu geben. Bewahr sie im Handbuch auf. Hey, das kann ich auch. Wieso grillt der Drache Ripto nicht einfach? Jäger, du findest ja nicht mal deine Laufschuhe. Wie sollen wir dir 14 Talismane anvertrauen? Falls du Kugeln finden solltest, die sind auch wichtig. Aber das erkläre ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismane, trete Ripto in den Hintern und bis Mittag bin ich dann am Drachenufer. Kann mal sehen, ob das so schnell was wird. Glaube nicht. Aber mal sehen. Ja, der Jäger ist immer noch skeptisch. Ich habe das Gefühl, er ist auch nicht gerade der größte Held. Und was sieht das hier aus? Warum ruhig halt, ne? Mal sehen. Was nämlich neu ist. Wie ihr habt ja schon gesehen, wir können klettern lernen. Wir können nicht nur klettern lernen. Was jetzt nämlich neu ist, im ersten Teil von Spyro war ja, Wasser für Spyro natürlich sehr gefährlich. Drache eben. Aber hier kann auf jeden Fall schon mal schwimmen. Wie ihr da unten vielleicht seht, da auch noch ein paar Tuten und Edel. Und auch tauchen, wenn wir gute Spyro lernen. Spyro, das ist die Heimatwelt Sommerwald. Hier gibt es Portale zu vielen der Avala-Welten. Leider hat Ripto die Burg angenommen und wir brauchen deine Hilfe. Zuerst musst du in allen Welten, die du besuchst, Talismane einsammeln. Wird gemacht. Hatte hier aber noch was gesehen. Das hatte ich gerade auch schon einen mitgenommen. Diesen Dingern stecken besondere Schmetterlinge, die uns ein Leben lassen. Praktisch wie diese silbernen Drachenstatuen im ersten Teil. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Aber das war gut. Denn mit Dreieck macht er nochmal einen Satz. Das war, glaube ich, im ersten Teil ist das ja so. Der fällt einfach nur runter. Hier macht er nochmal einen richtig schönen Satz noch. Das wird uns sehr behilflich sein, einige Plattformen zu kommen, auf die man sonst nicht drauf. Sehr schön. Und da wären wir auch im Sommerwald. Dass die Burg die Ripto eingenommen hat und die wir rückerobern. Schauen wir uns natürlich erstmal wieder hier ein bisschen um, bevor wir in die erste Welt gehen. Alles werden wir hier jetzt noch nicht machen können. Na, das war ja auch gerade im ersten so. Hey Spyro, du wirkst ja ziemlich agil. Probieren wir mal was. Versuch auf diese erste Stufe zu kommen. Halte Sprung gedrückt, um höher zu kommen. Okay. Das war ja schon mal gut. Okay, nicht schlecht. Beim nächsten Sprung musst du gleiten. Drück Sprung und drück Sprung am höchsten Punkt des Sprungs erneut, um möglichst weit... Möglichst weit zu... Sehr gut. Jetzt versuch zu schweben. Drück Sprung und dann erneut Sprung, um zu gleiten. Drück am Ende des Gleitens Aktion, um zu schweben. Schwebend kommst du höher und weiter. Ja. So. Können wir auch. Sehr gut. Und jetzt zum schwierigsten Sprung von allen. Jetzt musst du alles geben. Geh zuerst los, springe, gleite und schwebe. Kurz bevor du den Rand der Plattform erreichst. Aber vergiss beim Schweben nicht, nach vorne zu drücken.
Alles klar. Wow, ja. Du bist echt sportlich. Wenn ich noch meine Laufschuhe hätte, würde ich gegen dich antreten. Hier hast du eine Kugel für deine Sammlung. Danke sehr. Oh, aber auch da unten Zeug gesehen. Ups, da kriegt einer Kopfschmerzen. Was? Ich sagen, schauen wir mal, was tut der Geldsack hier. Tja, Spyro, ich würde dir ja gerne zeigen, wie man unter Wasser schwimmt, aber noch lieber würde ich dir deine Schätze abnehmen. Glaube ich dir. 500 Edelsteine, okay. Aber die Libelle Sparks, die dir folgt, ist deine Gesundheitsanzeige, Spyro. Das wissen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier schon genug finden werden. Werden wir mit Sicherheit vorher in ein anderes Level müssen. Würde aber vorher gerne nochmal was ausprobieren. War, wie sich das mit dem Biegen, Gleiten, wie auch immer, aus diesem Angrifflauf verhält. Ah, gut, das war knapp, okay. Da ist er so gerade eben noch hängen geblieben. Schauen wir mal, wie das so ist. Also wie gesagt, im alten dritten Teil, da kann man damit weiter, als wenn man normal springt. Jetzt wird's knifflig. Geh an die Kante. Ah. Okay, hier scheint das kein großer Unterschied. Okay, soweit haben wir hier alles. Und dann einen schönen Ausblick. Verabschiede ich mich dann zum nächsten Part. Bis dann.